einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute, ich wusste eigentlich, ich war mir nur nicht mehr sicher, dass wir uns heute treffen. Ich kriege ja relativ viele Nachrichten. Und deshalb darf ich dieses Motorrad heute fahren. Eine 2020er TE 300i und das ist tatsächlich das alte Motorrad von Kevin Gallas. Okay, ohne SPV-Fahrwerk, aber sonst ist das Ding komplett. Ich weiß nicht, das Fahrwerk ist sonst original, hast du gesagt, ne? Ja, ja, okay. Sonst ist das Fahrwerk komplett original. Das heißt, wir sprechen im Grunde genommen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, über eine ziemlich originale TE 300i. Oder für die KTM-Fahrer eine 300 TPI. Ne? Der einzige richtig große Unterschied ist die Umlenkung im Vergleich zur KTM. Und hier auf dem Kanal hatten wir noch keine Husqvarna, was ich sehr, sehr geil finde, dass wir das jetzt mal machen können. Außer die 701, aber das ist ja nur das, ne? Die 701 hat halt keinen Referenzcharakter zu dem Motorrad. So, also, 2020er TE 300i, ich nehme euch wie immer mit hier oben mit der Helmkamera und wir sehen uns also gleich auf dem Motorrad. Los geht's! Bad chick wanna do me, ass thick and she cool and she busted open like a Uzi, I busted then I'm back. Da sind wir also, steht's da, TE 300i, bin ich noch nie gefahren. Also ich bin ja schon vieles gefahren irgendwie, aber zumindest nicht von Husqvarna. Bin jetzt aufgeregt. Ficker geil, das Ding. Bisschen abgefahrene Reifen, mal gucken, ob man, ob das für mein relativ bescheidenes Fahrkönnen heute von Relevanz ist, ob da abgefahrene Reifen drauf sind. Oh ja, ich weiß, was du meinst, der Lenker ist weit weg. Ja, okay. Habe ich bei der 2020er auch schon gesagt, die Gasannahme von den TPIs ist einfach saugeil. Ja, ja, ich kaufe mir sowas bestimmt auch irgendwann mal. Okay. Okay. Man muss echt vorsichtig mit dem Gas sein. Das Gas ist wirklich richtig heftig. Also im Sinne von wenig Gasgriffstellung macht viel, sehr viel. Ja, habe ich sie auch direkt mal schön eingeparkt hier. ja. Erster größter Umgewöhnungspunkt ist, dass die geht so viel krasser als die 250er unten aus dem Drehzahlkeller raus. Das ist fast gruselig. Also ich habe jetzt hier gerade ja hier relativ gut hochgezündet. Hab mir bloß nicht getraut, weil ich zu blöd war gerade. Aber jetzt so einen bestialischen Vortrieb, weil die einfach irgendwie in jedem Drehzahlbereich wirklich dolle vorwärts geht. Also bin ganz erstaunt, dass meine 300er auf jeden Fall ein bisschen langsamer gingen. Das merkt man relativ deutlich. Nicht, dass man die Leistung bräuchte, also selbst die Leistung meiner nicht. Okay. Mann, ey, weil ich aber auch immer mit fremden Motorrädern so vorsichtig bin, Buddel legt mir hier irgendwo ein, ey. So ein Quatsch. Na gut. Ist aber auch steil hier, meine Herren. Thank you.
Ich weiß nicht, wie viel an dem Fahrwerk Serie ist. Das Federbein gefällt mir ganz gut. Das macht eine seltene Arbeit. Ich finde, die Gabel ist sehr anstrengend zu fahren. Das Motorrad will wenig dahin, wo ich möchte. Ich suche mir eine Spurrille aus. Und selbst wenn ich aus der Kurve rausgucke, ich treffe sie nicht gut. Das zugedrehte Fahrwerk, also hinten das Federbein, das merkt man hier sehr, sehr gut. Also wenn das ein Serienfahrwerk ist, dann tut diese Umlenkung wirklich sehr, sehr viel für das Motorrad. Schön. Ich weiß nicht, wie die übersetzt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr kurz übersetzt ist, weil der zweite Gang ist so aggressiv im Vergleich zu meiner. Aber auch da wieder, das ist natürlich Setup-Sache, ja. Ja, das ist echt krass. Hier zum Beispiel über den Baum, hier geht's richtig gut. Sau geil. Das macht das Motorrad richtig gut. Also, sehr begeistert. Ein Großteil davon ist aber einfach die Umlenkung. Ganz ehrlich, die hat mir zu viel Leistung. Deswegen ist das auch so anstrengend für mich. Weil es einfach sehr schwer zu kontrollieren ist. Also 300er Einspritzer mit neuem Kolben, alter Verwalter. Geht ganz schön vorwärts, der Koffer. Aber weil ein Motorrad ist, was meinem sehr ähnlich ist, traue ich mich damit zum Beispiel einfach hier drüber zu fahren. Da hatte ich mit den anderen Motorrädern, die ich jetzt vor kurzem Probe fahren bin, auf jeden Fall mehr Probleme. Hindernisse kann sie sehr, sehr gut. Ich würde das Federbein ein ganz kleines Stück aufdrehen, aber ansonsten ist das super. 1000 Grad. Puh. Ja, der Hügel. Bin ich hochgefahren, hab dann aber oben Jas weggenommen, weil dein Motorrad echt abartig schnell ist. Ja, habe ich hier auch gemerkt. Hier ist viel mehr Grip, als du denkst da. Ja. Da brauchst du gar nicht so viel. Genau, kannst du relativ einfach, rap, einfach hochfahren. Puh. Meine Fresse. Dass die abgefahrene Reifen hat, ey. Ja, ja, auf jeden Fall. Das könnte einer der Gründe sein, warum sie hier vorne im Sand auf der kleinen Rundstrecke nicht gut einlenkt, weil einfach der Reifen fertig ist. Ich finde die Gabel ein bisschen anstrengend. So vom. Ne? Also, ihr habt halt viel, sehr viel Feedback vom Boden. Was nicht grundsätzlich was Schlechtes ist, aber ich bin halt nicht fit genug, um mit dem Motorrad so schnell, also dauerhaft schnell zu fahren, denn da kriege ich relativ schnell harte Arme denn. Aber ist die Gabel vorne einfach zu hart oder was? Nee, Ansprechverhalten. Ja, also die ist ja nicht, die Gabel selbst ist nicht hart, sondern das Dämpfungsansprechverhalten ist relativ fest. Dadurch hast du viel Schläge. Meine Gabel ist härter als deine. Ja? Aber das Ansprechverhalten ist besser. Mhm. So, und deshalb, also die bügelt die ganzen kleinen Wellen, die du einfach nicht spüren möchtest, die bügelt sie gut weg. Und bei den großen Wellen
hat es aber sehr, sehr viel Travel. Also da hast du dann, bist du nicht weit weg vom Anschlag. Und das bei dem Setup ganz anders. Du hast die kleinen Wellen, merkst du fast gar nicht. Und bei den großen Wellen hast du einfach deutlich mehr Reserve zum Durchfedern. Nein, man auf jeden Fall an der Kurve. Manchmal, wenn ich auf Flat gelandet habe, bin ich 3-4 Mal schon durchgeschlagen. Ja, das kenne ich gut, das Gefühl. ja, Federbein, wie gesagt, es ist ein bisschen unausgewogen, weil das Federbein sehr zugedreht ist und die Gabel fühlt sich sehr offen an. Aber du hast die Gabel sicherlich mit zugedreht, nehme ich an. Alles auf Sport einstellen. Ja, ja. So wie es in der Bedienung ist. Ja, das Problem ist, dass die Gabel hält, wenn du, ob du die zudrehst oder nicht, da ist halt der Unterschied, das Peng. Naja, da ist fast nichts zu merken dran. Okay, können wir weiterfahren. Mann, ist das warm, Alter. Da sind wir also wieder an unserem Spot. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn schon 1000 Mal gesehen. Hast du auch gerade gesagt, du hast ihn auch schon 1000 Mal gesehen aus den Videos. Genau, jetzt machen wir genau das gleiche, was wir sonst auch immer machen. Ich nehme hier die 300er und versuche mit diesem mega aggressiven Gasgriff hier klarzukommen. Gucken wir mal. So ein Starter ist schon nett. Daher, das Motorrad hat eine bestialische Leistungsentfaltung. Der zweite Gang ist so aggressiv. Krass, Alter. Das ist echt heftig, wie das Motorrad im zweiten Gang losfährt. Das ist wirklich gruselig. Da ist auch der abgefahrene Reifen völlig egal. Ja, eins kann ich euch schon mal sagen, die Gabel ist mir viel zu weich. Viel zu weich. Das ist halt das Original, das war ja. Das war ja genau das Problem, was ich mit meiner auch hatte. Die Gabel ist einfach sauweich. Alter! Der zweite Gang, Alter! Das ist echt gruselig. Warum hatten die so viel Power? Das ist total schwer zu dosieren für mich. Oh, Federbein absorbiert mächtig. Das ist echt gut. Die Gabel fühlt sich komisch an, Alter. Das Motorrad hat einfach viel zu viel Leistung, das ist richtig gruselig. Das ist echt komisch, also das Fahrwerk ist super unausgewogen, weil das Federbein absorbiert sehr, sehr viel und die Gabel fühlt sich dahin genau im Gegenteil total unterdämpft an. Ganz komisch. Vieles davon, was ich jetzt erzählt habe, ist halt Setup-Sache. Ich denke, dass man das relativ problemlos einstellen kann, dass das Gas ein kleines bisschen weniger aggressiv ist. Das ist auf jeden Fall. Und ansonsten mag ich das Setup sehr gerne. Ich fühle mich gut an, der Lenker hat. Das ist auf jeden Fall richtig für mich. Mag ich sehr gerne. Auch der Knieschluss ist schön. Gefällt mir fast ein bisschen besser als bei meiner KTM. Die Sitzbank könnte ein bisschen griffiger sein, ansonsten ist aber auch alles Setup. Das Motorrad selbst fühlt sich sehr, sehr ähnlich an wie meine. Nur halt, dass sie viel mehr Power hat. Gruselig. Ich glaube, dass die Sau kurz übersetzt ist. Gucken, was da für ein Ritzel drauf ist. Kommt mir vor, als wenn die vorne ein 13er Ritzel drauf hat oder so. Die ist sau kurz übersetzt. Ansonsten mag ich die Umlenkung sehr, sehr gerne. Die Umlenkung macht sehr viel für das Motorrad. Ein Problem habe ich, die Husqvarnas gefallen mir optisch echt nicht so. Die sehen live besser aus als auf Fotos. Aber unabhängig davon
muss ich sagen, gefällt mir die KTM rein optisch auf jeden Fall deutlich besser. Matze ist die sau peppy, Alter. Das ist richtig geil. Du kannst, dadurch, dass das Ding sofort so viel Leistung macht, kannst du halt relativ einfach mit der Kupplung so kleine Sprünge einfach mitnehmen. Rup. Das ist echt gut, da braucht meine mehr Gas für. Ja. Alter. Die Gasannahme. Das ist richtig schwer zu dosieren. Ich wollte gerade ganz vorsichtig das Vorderrad aufsetzen und dann da drüber fahren. Rupp. Krass. Wahnsinn. Ja, und dann bin ich immer so, oh, ich merke, die kommen, ah, schnell Kupplung. Und das habe ich auch, wenn ich Wheelies mache. Ja, das ist... Wenn ich auf einmal merke, ah, scheiße, ich bin voll oben, gehe ich in die Kupplung, ja. Aber habe die Bremse noch nicht so raus. Ja, genau. Ja, das ist echt ein Thema. Also Gasannahme, das ist auch mit Sicherheit, das kann man einstellen, hundertprozentig. Ja. Weil ich bin ja schon ein paar TPIs gefahren und das ist die erste, die so abartig aggressiv ist. Also, kenn ich's. Deswegen haben wir auch den Kolben gemacht, weil vorher lief die im Stand nicht, im Leerlauf. Die ist einfach ausgeploppt. Ja, ja. Die hat ein bisschen zu wenig Verdichtung oder Kompression oder sonst. Zu wenig Kompression, ja. Ja, und Basti hat da gesagt, halt, keine Ahnung, irgendwas war da falsch zusammengebaut anscheinend. Ja, das war ja bei meiner auch so. Weil die Verdichtung nicht gestimmt hat. Ja. Und jetzt stimmt halt alles und deswegen schiebt sie auf einmal so vorwärts und das ist wieder eine Umstellung für mich. Ja, klar. Ja. Also die schiebt ja mächtig vorwärts, ja, das ist ja abartig. Jetzt geht sie auch im sechsten Gang hoch, vorher ging sie nicht im sechsten Gang. Das könnte ich dir bei dem Motorrad nicht mehr sagen, weil das habe ich noch nie probiert. ja, ich habe gestern einen anderen Öl drin gemacht für den direkten Vergleich, da ist jetzt kein ATF drin. Ah, okay. Ja. Okay. Und genau. Problem ist tatsächlich, also mit ATF ist das Problem weg. Mhm. Ja. Meine allerersten SX250 damals auch. Ja. Da habe ich dich sogar angeschrieben damals, wie die Auslaststeuerung funktioniert. Ja. Kurz darauf hast du ein Video dazu gemacht. Ach, siehst du. Weißt du bestimmt gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich habe irgendwie 250 Videos online, ich wüsste. Also es ist ja nicht böse gemeint, aber das sage ich ja auch regelmäßig, ich kriege einfach wirklich jeden Tag Nachrichten von anderen, von unterschiedlichsten Leuten und ich schreibe ja auch jedem zurück. Ich kann es mir einfach nicht merken. Das ist auch nicht böse gemeint, das ist nicht persönlich. Das ist wenigstens krass, dass du halt zurückschreibst, ne? Dass die Leute, die geben da einen Fick drauf. Ja, ja. Selbst kleine Leute mit 10.000 Abonnenten schreiben nicht zurück, weil sie einfach keinen Bock haben und so. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile, ich meine, ich bin jetzt nicht groß, aber das hat eine Größe angenommen, dass ich neben meiner Freizeit, neben Motorradfahren und YouTube-Videos noch jeden Tag Sachen zu beantworten, da kann ich mir dann nicht mehr merken, wer das alles war, wisst du, deswegen. Man merkt ja auch, wie du auch noch auf dem letzten Drücker ein Video machen willst und das ist ja... Manchmal, ich gebe mir große Mühe, also jetzt gerade mit Haus und Familie ist es tatsächlich nicht ganz so einfach. Okay, ich probiere mich mal ein bisschen aus hier. Das Motorrad hat viel zu viel Power, Mann. Was für eine Scheiße. Also ich meine, ich finde ja, meine hat schon viel zu viel Leistung. Die braucht kein Mensch, aber das ist ja abartig hier. Also Kevin, ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber wenn du was gemacht hast, das ist für mich viel zu viel. Krass. Tja, siehst du, so unterschiedlich ist das von so Dullis wie wir zu so Profis. Alter, hier geht's aber richtig runter. Was für ein Busch. Hoch. Meine Herren. Tolle. Also wirklich, die Leistungsentfaltung von dem Motorrad ist für mich super gruselig. Ja, was ich auch schon bei der letzten TP gesagt habe, wenn man einfach so lang hinrollt, es ist Wahnsinn, wie sauber und ordentlich die Motorräder laufen. Das ist echt geil.
Also, eins muss man eindeutig sagen, das ist ein wahnsinnig gutes Motorrad. Nur das Fahrwerk passt mir überhaupt nicht. Und die Gasannahme ist einfach nur gruselig. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich an vieles davon gewöhnt. Aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Probieren wir mal unseren Track hier. Übersetzt sein. Ganz ernst, problemlos. Fünfter Gang. Bei dem Tempo. Die ist auf jeden Fall kürzer übersetzt als meine. Das macht eine Menge aus. Man kann hier einfach vieles, was ich mit meinem Motorrad im zweiten Gang fahre, kannst du mit der hier einfach im dritten Gang fahren. Das macht wirklich viel aus. Muss man sich relativ weit umstellen. Aber ich bin halt auch ein alter Mann. Ich kann mich nicht mehr so weit umstellen. Das hat sie jetzt sehr, sehr gut gemacht. Sorry. Du hast ein Loch in deinem Handguard. Ja, gleiche Stelle. Sehr lustig. Aber der Hebel geht gut. Also er stört mich überhaupt nicht. Ja, so wie der Handguard. Ja, mein Todausschalter ist nicht, hast du wahrscheinlich schon bemerkt. Ja. Genau. Anstrengend, oder? Geiles Motorrad ist das. Ich weiß nicht genau, warum ich momentan mit meinem. Also, mein Motorrad ist sehr, sehr gut, ne? Umso mehr von den neuen Motorrädern ich fahre, umso mehr Kleinigkeiten fallen mir halt auf an dem Ding. Das Fahrwerk ist mega gut, da bin ich super zufrieden mit. Ja, das kannst du aber auch ins neue Motorrad nehmen, ne? Eben. Kannst du aber auch gut spielen, ne? Also ich habe gar keinen Flash. Naja, ich weiß. So aggressiv bei mir. Ja, du so ein bisschen hast, aber bei weitem nicht so viel. Das hat Luca auch schon zu mir gesagt, dass ihm nicht zu viel ist. Aber ich habe die... Nicht zu viel. Es lässt sich ja, wenn ich von der auf die komme, dann ja. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass man ein bisschen mehr Gas geben muss. So.
Ja, ja, aber... Deswegen komme ich über manche Hindernisse nicht so rüber. Genau. Weil ich mich erst gewöhnen muss, ein bisschen mehr Gas zu geben. Na, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich gebe immer zu viel Gas gerade. Also von der auf die ist es schwieriger als von der auf die. Ja, möglich. Ja, insgesamt, wie gesagt, es ist ein sau-jutet Motorrad. Ich finde immer wieder erstaunlich, der Teig im letzten Video schon gesagt, wie mega sauber diese TPIs laufen. Ne? Also wenn du jetzt, die läuft schon gut. Die läuft schon sehr, sehr gut. Und wenn du dann, steig mal auf eine SX 250 von 2002. Ja. Da fallen die Arme ab im Vergleich dazu. Achso, ne, dann wisst ihr ja, wovon ich spreche. Überleg mal, was das für ein Unterschied zu dem Motorrad ist. Wie andere Welt. Und ich hatte noch zwei Eier, die so geeiert haben, ey. Naja, wisst ihr auch Bescheid. Ja, deswegen, also, das ist dein Handy, oder? Ja. Ja. Also, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Trotzdem da ein Elektronvergaser drin ist und trotzdem die wirklich gut läuft, ist das nochmal ein Unterschied, ist einfach so. Da an der Stelle, wo es festgeschraubt wird, abgebrochen, oder wieso steht da ein bisschen schräg? Wo denn? Da. Bei dir da? Ja. Nö. Weil der so ein bisschen schräg steht, oder einmal. Ich sag ja, der war hier gerade, der hat, hier hat gerade der Hebel durchgeguckt hier oben. Drück mal ein bisschen von unten gegen. Hä? Ach, vielleicht ist es einfach die Armatur ein bisschen verrutscht oder so. Hast du auch schön festgeschraubt, ja? Ja, weil die Schrauben gehen hier immer lose. Du musst einkleben. Mit Loctite. Ja. Genau. Stimmt, hatte ich auch schon und dann einfach eingeklebt, dann weiß ich. 4 Newtonmeter oder so, so ganz wenig und dann kannst du den drehen. Was ich auch immer habe, die Schraube vom Ständer. Ja, Mann. Links ist, die geht mir jedes Mal, ich muss sie jedes Mal nachziehen. Ja, ich habe auch, also ich habe Ständer schon ein paar Mal verloren. Das ist, glaube ich, schon die dritte Schraube, die da drin ist. Aber der Ständer ist auch kaputt, der ist unten schon gebrochen. Und, ja. Naja, totale Scheiße. Aber ich meine, das Motorrad, man kann es noch drauf abstellen, deswegen ist es eher, okay, sonst müsste ich mal einen neuen kaufen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei mir in der Garage und ihr sitzt gerade bei mir auf der EXC. Ja, TE300i ist jetzt ein paar Tage her. Ich musste jetzt noch ein Outro drehen. Wir sind das Motorrad von Kevin Gallas gefahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die von Husqvarna nicht original so gekommen ist mit dieser abartigen Leistungsentfaltung. Ganz ehrlich, für so Hobbyfahrer wie uns ist das Motorrad einfach echt unfahrbar. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt. Das gibt so Situationen, wo das ganz geil ist, wo das Ding einfach so übelst loswackt, dass man kleine Sprünge zum Beispiel relativ einfach meistern kann, wo gar keine Sprünge sind. Also wenn du einfach bloß so einen kleinen Kick hast und im Grunde genommen angefahren kommst und denkst so, ja, über den kleinen Baumstamm möchte ich jetzt drüber, einfach ohne langsam zu werden, sondern dass man einfach einen kleinen Gasstoß gibt. Da macht das Ding so viel Power, dass das viel, viel einfacher fällt als zum Beispiel mit meinem Motorrad. Aber dafür wiederum, da wo es ein bisschen technisch wird, ist es viel zu viel, also viel, viel, viel im Sinne von gefühlt mehr als doppelt so viel, als das nötig wäre. Und deshalb ist es mega schwer zu dosieren, wenn man da nicht dran gewöhnt ist. Also das ist irgendwie relativ, relativ komisch. Und dann das Fahrwerk. Der Pago von Instagram hier, der hatte halt das Motorrad gekauft und hat ohne das SPV-Fahrwerk gekauft. Er hätte zwar die Möglichkeit gehabt, aber es war ihm zu teuer. Die 500 Euro wären sehr, sehr gut investiert gewesen, mein Lieber. Das SPV-Fahrwerk ist nämlich wirklich gut und für 500 Euro das wäre geschenkt gewesen. Aber das hat jetzt eh einen entscheidenden Nachteil. Da ist halt vorne das komplette Original-Setup drin und das Federbein wiederum ist aber abgestimmt auf das SPV-Fahrwerk vorne, also auf die SPV-Gabel. Und das macht das Motorrad so unausbalanciert. Das ist so schlecht balanciert, das Motorrad, dass das fährt wirklich nicht gut. Das sind aber alles Setup-Sachen. Die TE300 erstmal an sich fährt saugeil. Jetzt hatte die natürlich auch einen nagelneuen Kolben drin. Also insgesamt schon ein geiles Motorrad so. Aber das Setup von dem Motorrad ist eine totale Katastrophe. Also damit würde ich ungern Enduro fahren wollen, weil das Federbein das absorbiert mega viel Kraft. Das ist total geil. Das Federbein arbeitet sehr, 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 sehr ordentlich. Und die Gabel hingegen ist eine totale Katastrophe. Die Gabel macht keinen Spaß und ist wirklich, wirklich überhaupt nicht cool. Und denn, wie gesagt, muss das Ding eine andere CDI haben. Ich finde halt, ich bin jetzt ein paar TPIs in der letzten Zeit gefahren und ich finde, ja, die laufen ganz geil. Es fühlt sich immer ein klein bisschen mager an, aber auf eine gute Art und Weise. Ich glaube einfach, dass die TPIs, die neueren TPIs, das war ja jetzt die letzten, die ich gefahren bin, waren eine 19er, 20er und 21er. Und die letzten, die ich da gefahren bin, die neueren, die waren halt einfach gut. Das sind wirklich gute Motorräder, die sehr, sehr gut funktionieren. Aber ey, die Fahrwerke, die originalen Fahrwerke, das ist eine Scheiße, sag ich dir. Also da, keine Ahnung, Digga.
Ja, hat Spaß gemacht und mal vor allem mal zu sehen, was kannte ich noch nicht, was bei so Racern mit der Abstimmung so los ist, wie, Alter, ich bin da aus allen Wolken gefallen, wie das Motorrad losgefahren ist, da war ich sehr erstaunt. Man merkt natürlich, wenn ihr jetzt da voll stehen lässt, dass in den oberen Drehzahlen, wenn du da jetzt, was weiß ich, die 3-4 Gänge durchreißt, da ist die nicht schneller als meine, also das ist etwa das Gleiche. Aber halt initial im Grunde genommen aus dem Drehzahlkeller raus, da ist das wirklich übel, wie das fährt. Also wahrscheinlich sollte man mal eine andere Feder für die Außersteuerung einbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal das Motorrad etwas entspannter zu fahren lässt. So die grüne, wisst ihr, also diese ganz, ganz harte Feder, die quasi die Außersteuerung langsam aufdrückt, als diese ganz weiche Feder, wo die Außersteuerung sie einfach aufmachen kann. Und dementsprechend, ich denke mal, dass die Feder eine Menge machen würde. Ja, gut. Ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen schönen, mega heißen Sonntag. Dieses Wochenende ist auf jeden Fall eine Totalkatastrophe. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ey, Waldbrandwarnstufe 5, fahrt nicht im Wald. Habt ihr gehört. Bis zum nächsten Mal. Play a persona, she eating my dick, she fall in the coma, the card of the itis. I really got it off the muscle, now they